natürlich nicht immer auf Verständnis stößt. Ärger ist programmiert. Winan Wernicke und Carsten Rüger haben zwei Sperrkassierer begleitet. Matthias Wetzel macht sich in Magdeburg an die Arbeit. Sein Auftrag, säumigen Kunden den Strom abdrehen. Ja, hier ist Wetzel im Auftrag der SWM. Frau Du, ja? Ob wir uns mal 5 Minuten unterhalten können? Immer öfter müssen Matthias Wetzel und seine 8 Kollegen ausrücken. Allein in dieser Woche verteilten sie rund 1100 letzte Mahnungen. Wird dann immer noch nicht gezahlt, wird's dunkel für die Kunden. Und zwar habe ich den Auftrag, bei Ihnen Strom abzustellen. Wie bitte? Ja. Ist das ein Scherz oder was? Nee, so nicht. Mensch, das ist doch jetzt ein Witz. Sie können sich das auch gerne mal angucken. Ich habe den Inde, also das kann nicht sein. Das war mal so. Und zwar fehlt der Betrag aus der Jahresabrechnung von 70,51 Euro. Der ist noch nicht bezahlt. Das habe ich doch überwiesen. Nee, sogar ist ein Scherz oder was? In der Regel sind die Sperrkassierer nicht zu Scherzen aufgelegt. Und auch wenn ein Kunde keine Lust hat, mit ihnen zu reden, gehandelt wird trotzdem. Denn dass angeblich keine Mahnung kam, kennen die Absperrer. Das hören wir jedes Mal, deswegen wird es auch so gemacht. Die erste Mahnung wird durch die SWM per Post zugestellt und die zweite Mahnung wird durch den Außendienst, also durch uns zugestellt, um einfach wirklich 100% sicherzustellen, dass da was angekommen ist. Also stimmt das nicht, was die Kundin sagt, dass sie die Post nicht bekommen hat. Sicherheit geht vor, auch beim Stromabschalten. Matthias Wetzel schützt sich vor Funkenflug. Das Ziehen der Sicherungen, tägliche Routine. Trotzdem dürfen sich keine Flüchtigkeitsfehler einschleichen. Mein Sperrkassierer hat sich schon an alten Anlagen einen schweren Schlag geholt. Seit 10 Jahren ist Matthias Wetzel auf den Straßen unterwegs und schaltet den Strom ab. Der Beruf des Sperrkassierers scheint im Gegensatz zu vielen auf lange Zeit krisensicher zu sein. Denn viele wollen zahlen, können aber nicht. Das ist immer wieder die Sache der Arbeitslosigkeit. Also das ist doch das Problem Nummer 1. Und ich stelle jetzt immer mehr fest, dass die Angst auch für Hartz IV ist. Die Menschen haben doch sehr Angst, dass das Geld nicht mehr reichen könnte. Sind auch teilweise sehr verzweifelt. Und so arbeitet Matthias Wetzel im Akkord. Bis zu 30 Kunden besucht er täglich. Düsseldorf. Wir begleiten Sperrkassierer Wilfried Schneider. Steigende Energiepreise, Hartz-IV-Debatte, auch hier am Rhein ist es ungemütlich geworden. Geld ist knapp, Rechnungen bleiben liegen. Den Düsseldorfer Stadtwerken fehlt ein 2-stelliger Millionenbetrag. Stadtwerke, danke. Der Kunde, Herr Wagner, ist Gebäudereiniger, arbeitslos und steht bei den Stadtwerken in der Kreide. Und zwar sind wir mittlerweile wieder bei 318 Euro. Es kommen zwar Zahlungseingänge, aber immer nur von 50 oder 51 Euro. Das ist ein bisschen wenig. Wir haben 318 auf. Nee, so viel? Ja. Herr Wagner ist entsetzt. Denn die 50 Euro, die er mühsam zusammengekratzt und vor 2 Wochen überwiesen hat, die taten ihm schon weh. Arbeitslosengeld kriege ich 450 Euro.